Herzlich willkommen zu DCDB TV. Mein Name ist Philipp Banse von der Republika in Berlin. Mein nächster Gast ist Christian Homburg von Korrektiv. Moin, moin. Hallo. Grüß dich. Korrektiv ist ein gemeinnütziges Recherchebüro. Erzähl mal so ein bisschen, was euch ausmacht. Wir sind das erste gemeinnützige Recherchebüro im deutschsprachigen Raum. Wir haben uns orientiert, was in den USA passiert. In den USA, muss man wissen, ist das Zeitungssterben, das Sterben der Verlage schon viel weiter fortgeschritten. Da haben wir schon inzwischen mittelgroße Städte, wo es keine Lokalzeitung mehr gibt. Wir glauben, das wird es auch in Deutschland geben. In 10 Jahren werden wir keine gedruckte Tageszeitung mehr, für die man Geld bezahlt, geben. Und dann ist die Frage, wer schaut eigentlich den Mächtigen lokal auf die Finger? Wer sind die Personen, die die Mächtigen kontrollieren? Auf kommunaler Ebene gibt es auch oft Verknüpfungen zwischen Kommunalparlamenten, kommunalen Unternehmen. Und wenn es da keine vierte Gewalt gibt, die aufpasst, dann gerät die Demokratie in Gefahr. Das ist für uns ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Und deswegen haben wir auch das Büro gegründet, um vor allen Dingen zu überlegen, wie wir national lokale Berichterstattung unterstützen können. Das ist aber nur das eine. Das zweite ist, wir wollen auch Geschichten recherchieren, wo wir sagen, das machen Gewinn suchen Unternehmen, Profit-Unternehmen nicht, weil es zu langwierig ist, zu kompliziert oder weil man nicht weiß, ob am Ende was rauskommt. Das ist uns auch ganz wichtig. Und zum dritten haben wir ein Bildungsprogramm. Wir wollen die Menschen ertüchtigen. Wir glauben, jeder Bürger ist ein Journalist. Man muss das Handwerkszeug dazu lernen, man muss Erfahrung sammeln, aber dann kann jeder anfangen zu schreiben. Ihr habt jetzt so ein paar Sachen schon recherchiert. Also MH17 habt ihr eine große Recherche gemacht. Ihr habt, glaube ich, was gemacht über die etwas unglückliche Verklickung von Richtern und Spenden, die sie einsammeln, gemacht. Inwiefern, wo habt ihr da den Unterschied machen können zu dem, was etablierte Medien machen? Also ich darf vielleicht nehmen wir das Beispiel Spendengerichte. Ich glaube, daran kann man es ganz gut erklären. Die Spendengerichte-Geschichte war was, da ging es darum zu schauen, man muss wissen, die Gerichte und die Staatsanwaltschaften, die können anweisen, dass, wenn jemand verurteilt ist oder wenn ein Verfahren eingestellt wird, das Geld an gemeinnützige Organisationen gibt. Und da kommt es mitunter vor, dass der Richter oder der Staatsanwalt jemanden kennt, einen Kumpel hat oder ein Familienmitglied, das in so einem gemeinnützigen Verein ist, dann sagt er, ach, gebe ich dem doch mal Geld. Und dann wird auf einmal Geld an Karnevalsvereinen gegeben. Und das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Es soll eigentlich oft Opfern dienen. Beispielsweise der Weiße Ring, die Opferhilfe, ist jemand, die bekommen oft Geld, wenn schwere Straftaten, Kapitalverbrechen begangen wurden. Und das aufzudecken, ist Aufgabe von Journalisten. So, auf kommunaler Ebene, die Journalisten, die haben eigentlich nicht Zeit, sich da reinzufieseln, ob irgendwie eine gemeinnützige Organisation fragwürdig Geld bekommen hat, zumal die Daten auch nicht leicht zugänglich sind. Und auf nationaler Ebene, für eine Süddeutsche oder einen Spiegel, ist das eigentlich auch keine Geschichte, weil es immer nur kleine Lokalgeschichten sind. Es gab dann mal in so einer ich glaube beim Monitor gab es mal einen Beitrag, aber das war dann ein konkreter Fall. Und wir haben dann alle Daten besorgt, haben eine Datenbank gemacht und dann kann jeder Lokaljournalist und jede Lokaljournalistin sich die Datenbank angucken und schauen, wie ist das bei uns in der Kommune und gibt es bei uns was komisch aussieht. Zumal die auch meistens am besten wissen, wer ihre Pappenheimer sind. Die sehen sofort, hier ist irgendwas Komisches, aber sie müssen nicht erst die Daten und die Dokumente organisieren. Und euer Prinzip ist ja, ihr publiziert auch selbst, aber kooperiert ganz eng mit verschiedenen Medien. Wie läuft diese Kooperation konkret ab? Also da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Da gibt es erstmal das Modell, dass wir uns nur ganz alleine machen. Das haben wir jetzt beispielsweise bei TTIP gemacht. Das war eine Recherche, wer sind eigentlich konkret diese Menschen, die in Brüssel und Washington dieses Freihandelsabkommen verhandeln. Das haben wir selber publiziert, weil wir gesagt haben, wir glauben, dass über die sozialen Medien gibt so viele Leute, die sich daran interessieren und sich darüber empören, wie intransparent diese Verhandlungen ablaufen, die wollen das wissen. Bei der Recherche, wer diesen Ferienflieger MH17 über dem Osten der Ukraine abgeschossen hat, da haben wir eine Partnerschaft gemacht mit dem Spiegel, da haben wir die Geschichte selbst recherchiert und haben dann eine Veröffentlichungskooperation gemacht. Dann hat der Spiegel auch noch was recherchiert, sodass dann auch nicht unbedingt die gleiche Geschichte bei uns und im Spiegel veröffentlicht wird. Das kann etwas anders erzählt werden. Eine dritte Variante war beim tödlichen Krankenhauskeim. Da haben wir uns damit befasst, wie es mit den multiresistenten Erregern, das sind diese Erreger in Krankenhäusern, wodurch man dann nicht mit Antibiotika arbeiten kann. Wir glauben, dass eine der am meisten unterschätzte oder vielleicht die unterschätzteste Epidemie in Deutschland, da sterben Zehntausende dran jedes Jahr in diesem Land und trotzdem macht die Politik nichts. Da haben wir eine Recherchekooperation mit der Zeit gemacht, aber schon in einem früheren Stadium. Da haben wir also auch gemeinsam recherchiert. Jeder hatte dann bestimmte Schwerpunkte. Also sind wir nicht von vornherein festgelegt.
Gibt es denn da Vorbehalte auf Seiten der etablierten Medien, weil es, ach so, sag mal, so diese WikiLeaks-Geschichten, das waren so die ersten, wo so die Zeitungen angefangen haben, groß untereinander auch international zu kooperieren, mit Außenstehenden zu kooperieren. Wie sind da eure Erfahrungen? Gibt es da Barrieren, gibt es da Probleme oder sind die so ganz offen dafür? Ja, mit WikiLeaks würde ich uns eigentlich erstmal nicht vergleichen, weil WikiLeaks am Anfang ja eigentlich mehr ein elektronischer Briefkasten war mit einer Technik, die die Verlage nicht fähig waren bereitzustellen. Später änderte sich das dann und dann sagte WikiLeaks, wir sind Journalisten und das ist ja auch völlig in Ordnung. Da wir natürlich auch unsere Reporterinnen und Reporter, ja, die kommen auch fast alle von vielen etablierten Medien. Insofern glaube ich, werden wir schon einfach wie ein anderes Medium wahrgenommen, das vielleicht anders strukturiert ist, eine andere Finanzierung hat. Und gleichzeitig müssen wir natürlich, gerade am Anfang, jetzt das nicht mehr so, am Anfang muss man noch ein bisschen bekannt werden, hat vielleicht noch nicht jeder Korrektiv gekannt. Jetzt kennt vielleicht jeder in Deutschland immer noch nicht in Korrektiv, leider. Aber ich glaube, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die kennen auch alle inzwischen Korrektiv. Wie viele Leute arbeiten bei euch? Wir haben jetzt 15 Festangestellte, davon 12 Reporterinnen und Reporter, 3, die Organisation, Finanzen und sowas machen. Ich bin einer dieser 3 Personen. Und dann arbeiten wir auch mit Freien zusammen. Das ist dann mal schwierig zu zählen. Da haben wir dann, naja, so nochmal ein Dutzend freie Journalisten, die auch für uns tätig sind. Wie finanziert ihr euch? Wir haben verschiedene Wege der Finanzierung. Was im Moment unsere Hauptfinanzierung ist, dass wir durch Stiftungen finanziert sind. Wir haben vor allen Dingen eine Stiftung, die uns sehr viel Geld gibt. Das ist die Brost-Stiftung aus Essen. Die finanziert uns mit 1 Million Euro pro Jahr in den ersten 3 Jahren. Aber auch die Schöpflin-Stiftung finanziert uns, die Augstein-Stiftung finanziert uns. Seit März finanziert die Bundeszentrale für politische Bildung unser Bildungsprogramm für Bürger in der Region, wie sie ihre Auskunftsrechte wahrnehmen können. Und der andere Arm, das ist, dass Menschen, die für leidenschaftlichen Recherchejournalismus stehen, die das gut finden, uns auch unterstützen können und Mitglied der Korrektiv-Community werden können. Da haben wir jetzt auch einige hundert, aber da wollen wir noch mehr wachsen. Also da reichen einige hundert nicht. Es müssen mindestens einige tausend werden, noch wichtiger oder besser in einigen Jahren dann auch einige 10.000. Und wie hoch ist der finanzierte Horizont? Also was passiert, wenn so diese Stiftungsfinanzierung, die zugesagten, auslaufen? Ja, also die wichtigste ist, deswegen glaube ich, muss man das vor allen Dingen erstmal in dem Licht betrachten, ist die Finanzierung der Brost-Stiftung, die auf 3 Jahre angelegt ist. Da hoffen wir natürlich, dass wir mit unserer Arbeit so überzeugen, dass man sagt, Mensch, das ist so vernünftig, was ihr mit dem Geld macht, wir finanzieren euch weiter. Es gibt da im Stiftungswesen unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Stiftungen sind sehr darauf fokussiert, wir wollen Dinge neu anschieben und machen was 3 Jahre und dann müssen die sehen, wo sie bleiben. Es gibt aber andere Stiftungen, die inzwischen erkannt haben, dass es auch oft sinnvoll sein kann, gute und erfolgreiche Institutionen auch dauerhafter zu fördern. Vielleicht nicht gleich für 100 Jahre, aber doch für länger als 3 Jahre. Was heißt denn gemeinnützig? Gemeinnützig heißt zunächst mal, dass das Finanzamt, in unserem Fall das Finanzamt Essen, die Gemeinnützigkeit anerkannt hat und dass wir damit das Recht haben, Zuwendungsbestätigung auszustellen. Das heißt sowas wie Spendenbescheinigung. Also jeder, der uns Geld gibt, auch die Mitglieder unserer Community, bekommen eine Zuwendungsbestätigung, eine Spendenbescheinigung und können dann diese Gelder von der Steuer absetzen. Gibt einige, sagen wir mal, Gruppen und Vereine und so, die gemeinnützig sind, jetzt nicht unbedingt im journalistischen Bereich, aber schon ähnlich, und die versuchen oder überlegen, diese Gemeinnützigkeit wieder loszuwerden, weil es an zu viele sagen wir mal, Bedingungen geknüpft ist. Ist das, würdest du sagen, Gemeinnützigkeit ist auf jeden Fall eine gute Sache, eine sinnvolle Sache? Also ich glaube, das muss jeder selbst wissen. Ja. Da müssen die Personen, die was zusammen machen, sich überlegen, was ist für uns das Richtige. Bei dem, was wir machen, bin ich ganz fest von überzeugt, dass das Gemeinnützige das Richtige ist, sowohl vom Ansatz der Geschichten, die wir machen, aber vor allen Dingen auch mit unserem Bildungsprogramm, mit unserem weit angelegten. Ich glaube, wir müssen auch dazu beitragen, und das ist uns auch ein wichtiges politisches Anliegen, dass auch die Bedingungen erleichtert werden für gemeinnützigen Journalismus in Deutschland, damit eben Leute nicht mehr sagen müssen, ich höre jetzt auf mit der Gemeinnützigkeit, weil es erschwert wird. Wir haben viele Dinge in Deutschland, die gemeinnützig anerkannt sind. Amateurfunken, Schach, Hundesport. Warum ist das gemeinnützig und Journalismus, die vierte Gewalt gerade vor Ort, kann nicht gemeinnützig sein? Da brauchen wir dann auch noch regulatorische Änderungen, damit noch mehr Rechtssicherheit geschaffen wird. Es gibt ja in den USA, aber jetzt immer mehr auch in Deutschland, und ihr seid ein Beispiel dafür,
zahlreiche Versuche, sagen wir mal, neben den oder zwischen den etablierten Medien so journalistische Projekte auf den Weg zu bringen. Ihr seid jetzt spendenfinanziert, ihr seid, bei euch ist das recht erfolgreich. Wie siehst denn du so dieses Ökosystem gerade? Wie wirkt das aus deiner Perspektive? So dieses etablierte Medien, neue Medien, die von Journalisten gemacht werden, externe, die reinkommen und Journalismus machen. Wie ist so dieses Ökosystem? Also ich sehe eigentlich vier Gruppen. Die erste Gruppe ist mal, nenne ich mal, der staatsnah finanzierte Rundfunk, wie er formal heißt. Das ist die erste Säule, die wird es auch weitergeben. Das zweite sind die Verlage, die traditionellen Medienhäuser, die unter einem sehr hohen Anpassungsdruck stehen. Davon, glaube ich, werden es viele nicht schaffen, aber einige werden es schaffen. Ganz einfach, weil sie oft auch nicht in der Lage sind, sich diesen Tempo der Veränderung anzupassen. Und das hat jetzt auch viel damit zu tun, was sich in anderen Branchen tun. Wenn wir eine Branche haben, wo es einen disruptiven Wandel gibt, dann muss man unglaublich innovativ sein und sich sehr schnell verändern. Und wenn man dann Strukturen hat, die über Jahre gewachsen sind, ist das oft nicht leicht. Und da tun sich, glaube ich, viele mit schwer und haben auch noch nicht die Dramatik erkannt mit dem, was sich da ändert. Ein dritter Bereich ist der gemeinnützige Journalismus, der wächst. Und dann, was ich vielleicht noch mal als einen separaten Bereich bezeichnen würde, wäre für mich vielleicht so, ja, die neuen Profitplayer, ja, und das ist für mich YouTube, Google, diese ganzen Player, die ja auch alle in den Bereich drängen, die entweder sagen, wir sind Plattform für journalistische Angebote, welche auch immer, oder selber sagen, oder wir beschäftigen Journalismus, wir gehen sogar selber in den Bereich rein. Jetzt hat Google gesagt, sie geben Verlagen Geld. Und BuzzFeed ist ein oft zitiertes Beispiel, das ist so ein Nachrichtendienst, der vor allen Dingen oft mit sehr kurzen, knackigen Nachrichten erstmal versucht, das Interesse zu wecken. Und man muss wissen, dass gerade diese Player mit einer unglaublichen Finanzkraft ausgestattet sind, weil da die sind in der Regel börsenfinanziert, wo man sehr viel Hoffnung reinsteckt und die durch diese sehr starke Finanzierung eine Innovationskraft und eine Dynamik da reinbringen, auch weil sie oft neu anfangen und nicht den Ballast der Vergangenheit mitschleppen, dass sie die länger dabei sind, in einem wahnwitzigen Tempo unter Druck setzen. Also Vox Media zum Beispiel ist so ein Beispiel aus den USA, die auch zahlreiche dieser Publikationen betreiben. Das Interessante ist da, du hast es gesagt, da gibt es richtig Investoren, die da sehr, sehr viel Geld reinpumpen, Millionen von Dollar. Siehst du das in Deutschland auch? Das richtig? Also ihr seid jetzt stiftungsfinanziert, die warten keine Rendite von euch, sondern da gibt es einen Stiftungszweck und das Geld ist da und wir geben das aus. Und die Sache soll gut werden, aber das war's. Siehst du in Deutschland auch, dass es richtig so wirklich Investoren, Risikoinvestoren gibt, die in Journalismus investieren? Ja gut, also wenn wir uns jetzt mal von ganz kleinen Startups ansehen, wäre das Einzige fast, wo sie überhaupt noch rein investieren können, wäre Axel Springer, die sind börsennotiert. Bertelsmann kann man keine Anteile von kaufen. Das sind ja die zwei wesentlichen Medienkonzerne, die wir haben in Deutschland. Ich sehe das im Moment nicht so. Ob das auch so gut ist, ist ja auch nochmal die Frage. Also wenn wir uns in den USA die Beispiele angucken, Jeff Bezos ist bei der Washington Post eingestiegen, der Gründer von Amazon. Slim, der mexikanische Multimilliardär, ist bei der New York Times eingestiegen. In Osteuropa sehen wir, wie Unternehmer sich die Zeitungen kaufen, in Tschechien, in der Slowakei, wo es dann oft überhaupt gar keinen in dem Sinne eigentlich mehr Unabhängigen gibt. In Tschechien beispielsweise, da hat der Vize-Regierungschef, der auch gleichzeitig einer der größten Unternehmer ist, sich jetzt auch noch ein Medienhaus gekauft. Ja, also der ist dann, hat ein Unternehmen, ist in der Regierung und hat noch ein Medienhaus. Und die Vision, die wir eigentlich haben, ist, dass wir glauben, es ist wichtig, dass es ganz viele gibt, unterschiedliche. Wir brauchen die staatsnah Finanzierten, wir brauchen die Neuen, wir brauchen die Alten, wir brauchen die Gemeinnützigen. Je mehr Unterschiedlichkeit wir haben, je mehr Diversität, desto eher ist da ein Wettbewerb und desto mehr findet eine Kontrolle von Macht statt. Aber ein Player, den ich eigentlich meinte, den es bei uns noch nicht gibt, sind diese unabhängigen Dritten, also nicht unabhängig, aber diese neuen Dritten wie Vox Media oder auch BuzzFeed, die reinkommen. Das sind Leute, Journalisten, die aus etablierten Medien rausgehen, sehr viel Geld einsammeln, Millionen von Euro und neue Publikationen aus dem Boden stemmen. Davon gibt es in Deutschland, soweit ich weiß, wenig. Nö, also ich meine, wäre interessant, ob es da Startups gäbe. Ich glaube, was dazu wiederum eine Rolle spielt, ist, dass bei denen in den USA wir sehen, wie technikgetrieben das ist und das Technik-Know-how. Was, glaube ich, erstmal typisch ist, wenn ich eine Branche habe mit einem Wandel, ist am Anfang Technikwissen wichtig. Nach einer Weile wird das weniger wichtig, aber gerade jetzt ist Technikwissen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie viel Kapazität es hier überhaupt wir in Deutschland haben an Personen, die überhaupt auf dem technischen Level mithalten können, in größerer Zahl, die das dann auch technisch alles hinkriegen, ja, und da auch wissen, was ist gerade wieder das Neueste vom Neuesten. Weil ich
weil ich glaube, dass die neuen Player in den USA, die kommen ja nicht über die Inhalte. Die sagen ja nicht, ja, wir haben hier ganz spannende neue Themen, die man recherchieren kann, sondern die haben vor allem die Technik drauf. Und über die Technik kommen die in den Markt rein und dann kommen die Inhalte hinterher. Deswegen, was übrigens auch dazu führt, dass wir zum Beispiel auch, wir haben zwei Entwickler. Also wir sagen für uns, Technikwissen ist unglaublich wichtig. Wir haben regelmäßige Technikfortbildung. Alle unsere Journalisten, alle Reporter, die wir beschäftigen, müssen selber sich permanent fortbilden, müssen wissen, was ist das Neueste vom Neuesten. Wir dürfen technisch nicht zurückfallen, weil das, glaube ich, ein ganz wesentliches Kriterium, Erfolgskriterium ist. Was würdest du denn sagen, jetzt wo ihr so Erfahrung gesammelt habt mit diesem, sagen wir mal, ich nenne es mal alternativ finanzierten Journalismus und selber auch du als Geschäftsführer da drin steckst und die Zahlen kennst und die Kosten kennst und die Ausgaben kennst und was ist denn, sagen wir mal, für dich sozusagen das Interessante und Wesentliche und der Kernpunkt, den du rüberbringen wollen würdest, wenn es darum geht, sagen wir mal, unabhängigen Journalismus jenseits von etablierten Verlagen und öffentlich-rechtlichem Rundfunk zu finanzieren? Worauf müssen Leute achten, die sich da engagieren wollen? Ich glaube, eigentlich sind es zwei Dinge. Das eine ist erstmal, dass wirklich intensiver, guter Recherchejournalismus teuer ist. Ich glaube, das muss man wissen. Und das, was immer die höchsten Kosten sind, sind die Personalkosten. Gute Inhalte kann man nicht zum Nulltarif bekommen. Und daran hat sich das auch Netz und digitale Produktionsmechanismen und so haben das auch nicht wesentlich verbilligt. Ich glaube, die spielen eigentlich nicht so eine Rolle. Also ich meine, wenn ich YouTube hat jetzt eine Station in Berlin eröffnet, wenn ich 1000 Follower habe, kann ich da umsonst produzieren. Also da spielt dann Technik keine Rolle, was den Kostenrahmen angeht. Der Kostenrahmen sind die Leute, die es machen und die dann auch die Themen so gut aufbereiten, dass ich auch Lust habe, das zu gucken. Also wenn man sich zum Beispiel, sag ich mal, diese sehr guten Sendungen an, über, was weiß ich, nehmen wir mal John Oliver und Heute Show, das sind so zwei Sendungen, die werden oft so dafür genommen, die sind so, wenn man überlegt, was da an Leuten im Hintergrund arbeiten, um dafür zu sorgen, dass in relativ kurzer Zeit unglaublich gut ist, dann ist das erstmal teuer. Die Kehrseite ist aber, dass wir gleichzeitig auch erkennen müssen, dass eigentlich jeder Journalist sein kann. Also auf einer lokalen Ebene würde ich sagen, da müssen wir dann auch keinen Perfektionismus haben, sondern gerade auf lokaler Ebene sollten viel öfter Bürger sich zusammenschließen und sagen, lass uns das doch in die Hand nehmen. Wenn ich in einer mittelgroßen Stadt bin in Deutschland, ja, warum kann ich mich mit 50 Leuten zusammentun und mach irgendwie einen Stadtblock und mach das mit einem gemeinnützigen Verein? Ich bin sicher, und wenn man dann noch irgendwie Stadtratssitzung gibt und dann ein bisschen beschreibt, was X oder Y gesagt hat, nach einem Monat werden das alle im Ort lesen, die irgendwie Entscheidungsträger sind die und Mächtige. Die gibt's ja schon. Die gibt's ja auch schon. Nein, und ich will nur sagen, aber noch mehr. Also die gibt's schon, aber das sind hier oder da und dann kämpfen sie mit der Gemeinnützigkeit. Ich glaube, in 20 Jahren werden wir das flächendeckend brauchen, damit wir lokal überhaupt jeweils die Mächtigen kontrollieren können. Aber was würdest du denen, weil also viele von denen auch hier in Berlin gibt's, aber das sind Minusgeschäfte, da schießen ganz viele Leute ganz viel Geld also rein. Also da rede ich jetzt von Ehrenamt, ne? Also was ich da meine, wenn ich dann so einen Verein habe, ne, den muss ich eigentlich, kann ich ein bisschen wie einen Kindergarten organisieren, also im Sinne rechtlich, ne? Ich mache einen Verein, ich mache einen gemeinnützig, ich mache vielleicht so viel Mitgliedsbeitrag, dass ich ein oder zwei halbe Redakteure beschäftigen kann oder wie auch immer und der Rest muss ehrenamtlich gemacht werden. Vielleicht eine Person, die es koordiniert. Ne? Also so ein Hybridmodell zwischen Leuten, die Geld verdienen und Leuten, die es ehrenamtlich machen. Und das muss gut ausbalanciert sein. Und was ist der Charme daran, das als Verein zu organisieren? Gut, ich kann es auch anders organisieren. Ja, also ich finde, wenn ich so vor Ort bin, dann würde ich vielleicht einen Verein machen. Vielleicht macht man auch eine GmbH. Also das ist, glaube ich, nicht die entscheidende Frage. Entscheidender ist vielleicht die Frage, ob gemeinnützig oder nicht. Und hat vielleicht dann auch was mit dem Ansehen zu tun. Ne? Wenn man in der Stadt ist und man würde sich dann äußern, dann würden ja irgendwann die Mächtigen im Ort sagen, so die lokalen Eliten, die würden dann sagen, wer steckt denn überhaupt dahinter? Das ist ja die erste Frage, wer steckt denn hinter dieser Mediaplattform? Und dann gucken die, wer sind die Leute? Und wenn es dann zum Beispiel nur eine Person wäre, der das gehören würde, dann würde ich sagen, die Person verfolgt da vielleicht eine Agenda, deswegen, das kann man vielleicht mal machen. Aber dauerhaft, glaube ich, muss man da schon eine sehr neutrale Organisationsform wählen, damit man das dann auch verantwortlichen Leuten überantwortet. Wie groß war denn das Interesse von lokalen Publikationen an eurer Gerichtsspendengeschichte? Also bei der Gerichtsspenden hatten wir vielleicht so 2 Dutzend Interessenten, war nicht ganz so hoch, wie wir hatten noch eine andere Geschichte zu tödlichen Krankenhauskeimen. Ja. Da hatten wir zum Beispiel auch iFrames bereitgestellt, die Lokalredaktion einbetten konnten. Da hatten wir im fast dreistelligen Bereich in Interesse. Bei den Spendengerichten waren wir aber auch froh, dass es viele Lokale gab, aber hat vielleicht natürlich auch damit zu tun, wenn ich in meine Liste lokal reingucke
und das alles sauber oder ich entdecke nichts, dann gibt es natürlich auch nichts zu berichten. Während wenn ich Krankenhauskeime, den Befall mit Krankenhäusern habe ich in jedem Kreis. Also auch die, ne, also die Relevanz ist möglicherweise da auch anders verteilt. Was würdet ihr oder was würdest du denn gern so im Ausblick noch machen, wenn ihr könntet? Also klar, mehr Geld ist immer gut, aber was wäre so eine Sparte, so eine Aktivität oder eine Technik oder so, die ihr gerne, die ihr so verfolgen würdet, visionär noch? Ich denke zwei Dinge. Das eine ist erstmal auf der inhaltlichen Ebene, dass es natürlich schön wäre mit mehr Geld, dass wir mehr Themen noch anpacken können. Ja. Es gibt Themen, die wir für sehr interessant und für wichtig halten, aber man muss die alle nach und nach, Schritt für Schritt abarbeiten. Und technisch ist natürlich auch die Frage, wie man noch breiter versuchen kann, das, was man macht, auch noch anders rumzubringen. Im Moment sind wir und viele unserer Reporter, nicht alle, kommen aus dem Printbereich. Das heißt, wir denken erstmal, dass wir einen Text schreiben, aber man kann Bewegtbild machen, man kann Stimmen machen. Wir haben beispielsweise eine Geschichte, Weiße Wölfe, das war eine Recherche zu einer Neonazi-Struktur in Dortmund, die wir vor einigen Wochen veröffentlicht haben, sowohl online als auch nochmal als Buch. Und das war ein Comic. Das war also nochmal ein anderes Format. Ne? Also es gibt einen Text, es gibt einen Comic, Bewegtbild, Radio, aber da kann man auch andere Formate denken. Und da noch experimentieren können und auch ein Innovationslabor zu sein, gerade auch für Lokalzeitungen, was die machen können mit vertretbarem Aufwand. Also das würden wir gerne noch mehr machen. Vielen Dank für die Zeit. Bitte sehr.